Wojciech wurde im Frühjahr 1942 von einer Gruppe polnischer Soldaten in Persien, dem heutigen Iran, entdeckt. Als sie in der Nähe eines Bahnhofs rasteten, hörten sie das Weinen eines verwaisten Bärenjungen. Wojciech wuchs schnell heran und entwickelte sich zu einem beeindruckend großen und starken Bären. Wojciech lernte einfache Befehle wie Sitz und Bleib zu befolgen. Er war auch sehr geschickt darin, schwere Gegenstände zu tragen. Anfangs half er ihnen, Munitionskisten zu transportieren und Artilleriegeschütze zu bewegen, und in den schwierigen und gefährlichen Zeiten des Krieges erwies sich Wojciech als unschätzbarer Helfer. Wojciech wurde schnell zu einem Symbol der Einheit und des Mutes. Er war mehr als nur ein Haustier oder Maskottchen. Er war ein Teil der Gruppe, ein Freund und Kamerad, der den Soldaten in den dunkelsten Stunden Hoffnung und Trost gab. Wojciech begleitete die Kompanie auf ihren Reisen und wurde zu einem vertrauten Gesicht in den Reihen der polnischen Streitkräfte.